So, hallo und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben jetzt die Folge 527. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, boah, was für ein Lautstärkeunterschied. Ja, also ich habe jetzt einige Male die Podcasts gehört, die in hoch und in weit und in weiß ich was aufgenommen wurden. Ja, und so schön es auch ist, immer wieder eine Atmosphäre mitzuschneiden. Ja, aber ich habe mir so überlegt, naja, wenn ich letztendlich nur mich aufnehme und vielleicht ein bisschen Atmosphäre und Katzenfutter und ist vielleicht niedrig gar nicht mal so schlecht, denn ich habe das Mikrofon ja sowieso immer immer hier dran. Vielmehr das Gerät selbst. Jetzt nehme ich mal wieder mit den Olympus DM 770 auf. Und ja, und ich denke einfach für Stimme reicht das ja. Ich meine, sicher, ihr müsst jetzt ein bisschen mehr aufdrehen, aber ihr habt jetzt natürlich auch kein Pumpen. Das ist der große Vorteil. Und ja, gut, da muss man halt ein bisschen aufdrehen. Wenn man, und da ich jetzt sowieso nicht mehr groß was mit Intros mache, erstmal, ja, denke ich mal einfach, kann man das doch so nehmen. Ja, meine Katzen kriegen jetzt wieder ihr Fresschen. Das heißt diesmal in niedrig. Also, ja, ihr könnt ja einfach mal ein Feedback geben, wie ihr das so hört. Also ich finde es eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, ich drehe lieber mein Gerät ein bisschen mehr auf, aber habe dann halt keine Pumpgeräusche und ja, keine, also, oder was ist Pumpgeräusch? Ist ja kein Geräusch. Ja, also die Stimme ist halt wirklich gleichbleibend, als wenn ich ständig, weiß ich nicht, bei irgendeinem Wort, was ich sage, runtergedrosselt wird. Das ging mir in der letzten Zeit so ein bisschen auf den Keks. Ja, und dann auch mit der Stereobreite, die ist ja ganz nett, aber sie ist ja letztendlich nur für etwas gut, wenn man jetzt eine Atmosphäre aufnimmt. Das heißt also, wenn ich mich selbst hier aufnehme, dann reicht es, wenn er auf aus ist, keine Zoom- oder Weiteinstellung. Und ja, wenn man sowieso nur die Stimme letztendlich hört, dann ist das eigentlich auch okay. Und es wird ja auch immer gesagt, ne, dass niedrig letztendlich für die eigene Stimme ist. Naja, warum soll man das auch nicht nutzen, sage ich jetzt mal, ne? Ja, und mit lauter ziehen, da kennt ihr auch meine Meinung. Also natürlich kann man, könnte man jetzt das Ding auch wieder bearbeiten und lauter ziehen. Aber ich sag mir einfach, warum? Lieber die Datei so nehmen, wie sie ist. Das ist doch auch viel, viel schöner. Und ja, letztendlich haben wir alle was davon, wenn die Aufnahme letztendlich auch klarer ist. Natürlich nicht ganz so laut, aber naja, es gibt ja gewisse Möglichkeiten, den Computer oder das iPhone lauter zu ziehen, ne, letztendlich. Und ja, es wird auch mal wieder eine Aufnahme geben mit laut natürlich und so. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich denke, für die eigene Stimme und ist es wohl am besten, wenn man wirklich sagt, okay, auf niedrig und dann, ja. Ja, das ist also, denke ich mal, auch für uns alle etwas angenehmer. Auch für mich, ich höre den Podcast ja nun mal selber und ja, wenn ich dann immer so höre, wie der wegpumpt bei einigen Worten, vor allen Dingen, wenn man irgendwie, ja, irgendwas Wichtiges sagt und dann kommt gerade an der Stelle, wo man, die eigentlich wichtig ist, fängt er da an rumzupumpen und das geht mir persönlich, ey, das geht mir persönlich tierisch auf den Sack und ja, und jetzt gut auf Mittel könnte ich auch machen, aber selbst da pumpt er ja ab und zu mal, wenn ich es am T-Shirt habe und wie gesagt, das ist momentan so meine Einstellung. Ja, kann sich wieder ändern, aber ja, ich finde einfach, wir sollten ein bisschen, vor allen Dingen wird der Podcast auch ein bisschen ruhiger dadurch. Ne? Man hat nicht so viel Hintergrundgeräusche. Sollte ich denn doch mal das Fenster aufhaben, ist es nicht ganz so schlimm, weil nicht ganz so viel nach außen, nach in den Podcast reindringt. Ja, und so ist das halt. Ja, das einfach nur mal so. Ich versuche nämlich immer noch zu experimentieren und ja, gerade für diese Monologe, die ich halte,
versuche ich immer noch eine bessere Einstellung zu finden, die allen irgendwie gerechtfertigt, aber natürlich auch die gleichbleibend ist. Ne? Also ist ja Quatsch, wenn man was erzählt und die Stimme wird ständig irgendwie. Ja, und zu Weit 1 und Weit 2, weil wir das ja gestern auch nochmal hatten und auch Markus nochmal was dazu gesagt hat. Also ich muss immer wieder sagen, ich finde einfach diese Weit- und Zoom-Einstellungen klingen. Man kann mit ihnen arbeiten. Ja. Und es ist sicherlich für Atmosphären nicht schlecht. Aber es ist einfach künstlich. Ne? Also es ist einfach, man merkt es, da werden Phasen hinzugemischt und es ist nicht so, also ja, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Und gut, ich weiß nicht, wie es jetzt beim neuen Olympus ist, werde ich ja wohl irgendwann mal hören, wenn jemand mal einen Test macht. Aber das ist, finde ich, wie gesagt, es gibt Situationen, wo weit gut ist. Wenn man so ein Auto von rechts nach links aufnimmt und man hat ein breites Stereofeld, ist es auch okay. Oder wenn ich jetzt eine Runde aufnehme, sagen wir mal, ich habe drei Leute und stelle auf weit 1 oder weit 2. Und dann hört man halt so ein bisschen, aha, okay, die befinden sich jetzt alle irgendwie rechts, links, Mitte. Dann ist das auch super. Aber ich muss sagen, beim Podcasten finde ich gerade diese normale Einstellung wirklich, ja, am besten. Ja, zumal das Gerät auch nicht wirklich viel rauscht dann. Also das ist ja auch so, sobald man irgendwie weit einschaltet, hört man ja gleich etwas rauschen. Und es ist wie gesagt immer die Frage, was man aufnimmt. Und ich habe einfach für mich gemerkt, also ja, weiß ich nicht, wenn ich mir selber zuhöre und höre dann ständig, wie irgendwelche Worte von mir weggepumpt werden, weil der Olympus irgendwie zu laut ist. Ja, das ist etwas, was mich persönlich sehr nervt. Und ja, deshalb werden wir jetzt öfter mal mit niedrig arbeiten. Ich meine, die Apple Watch nimmt ja auch leiser auf, von daher, genau. Und es kommt ja trotzdem noch genug Atmosphäre rüber, dass man jetzt sagt, okay, ne, also ihr hört ja trotzdem noch, dass die Katzen fressen oder dass ich Kaffee mache. Das hört man ja trotzdem alles noch. Insofern, ja, muss man halt das Gerät etwas aufdrehen. Ne? Und ja, aber das ist dann halt so. Ich meine, wir haben ja hier nun mal auch keine Studioqualität. Ne? Und ja, ich finde auch nicht, dass eine Stimme auf 0 Dezibel oder weiß ich nicht, oder sein muss. Und wie immer bei den Podcastern gesagt wird, ja, die Stimme muss total laut sein und dass man auch gut zu verstehen ist, wo ich so denke, ja, aber wenn, das geht ja eigentlich auch nur, wenn man sich total trocken aufnimmt. Ja, und da ist schon wieder das Problem, ne? Also, das wollen wir hier eigentlich nicht. Außerdem braucht man ja da auch das richtige, die richtige Technik für. Ne? Wenn es womöglich vielleicht sogar wirklich einen schalldichten Raum oder man muss sich das schalldicht machen mit Teppichen oder. Ja, ein super Mikrofon, was halt wirklich alles rausfiltert und nur die eigene Stimme rübergibt und so. Und das sind alles so Sachen. Also das würde ins Geld irgendwann gehen. Und zumal man ja auch von dem Zeugs Ahnung haben muss, habe ich ja nun mal nicht. Und deswegen, ja, sage ich einfach mal, wie es ist. Also wenn ich so monotone Folgen mache, so wie jetzt, also. Das ist ja eigentlich immer so. Aber sagen wir mal, ich werde jetzt öfter mal auch wirklich mit niedrig arbeiten. Einfach, ja, weil irgendwie ist es auch entspannter. Ne? Also vor allen Dingen, wenn mal wirklich was Lauteres kommt, braucht man sich keine Gedanken machen. Ne? Das ist ja auch wieder das Gute. Ich meine, nimmt man gleich hoch auf, dann klar, und es kommt mal irgendein bassiges, lautes Geräusch, ja, dann ist es halt wieder lauter, ne? Ja, aber wie gesagt, das kann ja jeder selber für sich bestimmen, wie er seinen Podcast aufnimmt. Ich will da auch keinen Maßstab setzen oder eine Regel. Ich habe einfach nur gemerkt, für mich jetzt. Ne? Nun kommt es ja auch wieder darauf an, was man für eine Stimme hat. Ich glaube einfach, dass bei Frauen zum Beispiel, bei Frauenstimmen, das wieder eine ganz andere Geschichte ist, da eine Frauenstimme ja nicht so basslastig ist. Ne? Und also andere Frequenzen hat zum Beispiel. Oder auch andere, es gibt ja auch andere Männerstimmen. Ja, und meine Stimme ist halt so, ja, wenn man die mit hoch und manuell aufnimmt, dann
pumpt ja schon ganz schön runter. Gut. Aber ich hatte mich ja auch in diese manuelle Einstellung verliebt und vielleicht ist die auch, ja, vielleicht ist das ja auch einfach eine Einstellung, die nicht immer gut ist. Ne? Und ja, und auch mit diesem Zoom und Weit. Also wie gesagt, ich finde das teilweise wirklich künstlich. Es ist schön, es ist eine schöne Spielerei und es ist natürlich weitaus besser geworden, aber ja. Man muss natürlich auch die jeweiligen Atmosphären dazu haben. Und ich meine, okay, wenn meine Stimme jetzt richtig Stereo kommen soll und rechts, links, da ist natürlich so ein Konferenzkit super, ne? Oder ja. Ich glaube, den besten Stereo-Sound, wenn man wirklich rechts, links extrem machen will, das erreicht man natürlich mit zwei Mikrofonen, ne? Also letztendlich, ich meine, die Geräte machen das schon super, aber. Naja, also wie gesagt, das ist etwas, womit ich mich momentan so ein bisschen beschäftige. Und ja, weil ich möchte euch ja auch ein gutes Aufnahmeerlebnis bieten. Vor allen Dingen auch ein Aufnahmeerlebnis, wo man versteht, was ich sage, ne, und nicht irgendwas weggepumpt wird. Ja. Und das ist halt heutzutage auch schwierig mit den Geräten, so gut sie auch heutzutage sind. Aber klar, man könnte auch manuell jetzt aufnehmen, richtig manuell mit einem anderen Gerät, was halt meinetwegen mit dem LSP4 und könnte dann den Limiter ausmachen und aussteuern. Aber gut, das ist auch wieder, ja, wie gesagt, also ihr hört jetzt einfach auch mal mehr wieder ein oder zwei Podcasts erstmal in niedrig. Und ja, das ist halt. Jetzt gebe ich meinen Katzen Wasser übrigens. Brauche mal wieder frisches Wasser. Genau. Schön kalt natürlich. Ja, alles gut. Ja, und deshalb nehme ich halt auch gerne ohne Intro auf, weil wenn man jetzt ein Intro hat, müsste man ja wieder gucken, ist das Intro müsste ja eigentlich genauso laut sein wie, ja, wie die Folge. Wobei das ja wieder ein Problem ist, weil wenn man natürlich auf niedrig aufnimmt und dann müsste das Intro entweder genauso leise sein wie die Folge oder man müsste alles halt hochziehen und das wäre halt wieder künstlich, ne? Das wäre halt wieder so, wie der Olympus letztendlich jetzt gar nicht aufnimmt. Und ich bin halt kein Freund von Fälschungen. Also ich mag es einfach, wenn man aufnimmt, wie man aufnimmt. Und ich will nicht einfach alles bearbeiten und ja, davon gibt es genug, die das machen. Und ja, kann man auch mal machen, ist kein Problem. Aber ja, ihr kennt meinen Podcast und er soll ja doch authentisch bleiben und ja, und dann gibt es halt auch mal Folgen, die einfach mal ein bisschen leiser sind, ne? Aber um einfach nochmal einen Tipp zu geben, es gibt ja auch die App Overcast, also für die Leute, die ein iPhone haben oder ich glaube für Android gibt es die auch, weiß ich jetzt aber nicht. Ich glaube ja. Und in Overcast gibt es eine Funktion, die nennt sich Voice Boost. Also da kann man dann, das kann man einschalten und dann ist die Stimme lauter. Also das ist gerade bei leisen Aufnahmen wirklich sehr, sehr geil. Also das habe ich auch schon ausprobiert. Bei lauten Aufnahmen sollte man das nicht machen. Dann klingt es sehr kompressormäßig, also so hoch, dann, so als wenn er total pumpen würde. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so eine Aufnahme hier hat und man benutzt dieses Voice Boost von Overcast, dann ist das natürlich sehr geil. Also dann hört man die Aufnahme trotzdem richtig laut und also das sind so Sachen, wo man sich halt behelfen kann, ne? Und ja. Wo man dann sowas dann doch wieder lauter hören kann. So.
Computer kann man ja sowieso da alles lauter ziehen, ne? Also das ist ja kein Problem. Auch Leute, die YouTube über YouTube das hören, die können dann auch am YouTube in YouTube sozusagen lauter machen oder den Computer ein bisschen lauter machen, dann geht das. Sollte man natürlich die Autoplay-Funktion deaktivieren, weil wenn man jetzt so einen leiseren Podcast hört und dann geht irgendwann irgendein anderes Video los, dann kriegt man einen Schreck. Also ja, also das ist natürlich nicht so schön. Aber ja, Autoplay sollte man sowieso deaktivieren, finde ich, weil also was da das iPhone oder der Computer oder was ich was manchmal durcheinander spielt, was man gar nicht hören will. Ich habe bei mir bei meinem iPhone das auch aus. Und das ist wirklich empfehlenswert, weil so hört man einfach nur das, was man will. Ne? Und bei Autoplay ist das ist ja so ein Zusatz, das ist ja so ein Zufallsgenerator letztendlich. Und dann spielt er halt irgendwas, was da angezeigt wird. Und ja, manchmal hat man Glück und er spielt wirklich zwei Folgen ab. Manchmal ist es aber auch so, denn dass bei YouTube der Autoplay irgendwie irgendwas nimmt, was man selber gar nicht sehen möchte. Und ja, insofern, ja, ist es natürlich günstiger, den das auszustellen. Ne? Ja, also gerade wenn ihr so einen leisen Podcast hört, wie jetzt, ne, der ein bisschen leiser ist, macht lieber das Autoplay aus, weil wenn die Folge dann zu Ende ist und es geht was anderes los. Ja, es ist erstens nicht gut für die Computerboxen oder für die Kopfhörer. Und zweitens, ja. Ja, kriegt man einen Schreck auch. Ne? Also das muss man halt wissen. Ne? Wie gesagt, deshalb sage ich sowas ja auch immer an. Diese Folge ist mal ein bisschen leiser oder lauter. Ne? Ich meine, so haben wir ja auch immer unterschiedliche Aufnahmen. Das ist ja auch ganz gut. Aber ja. Ich denke mal, wenn das so wie jetzt am T-Shirt ist oder am Pullover, jetzt muss man ja sagen, dann ist es, glaube ich, wirklich besser, auf niedrig zu machen. Ich meine, ist ja auch irgendwo logisch, wenn man direkt reinspricht, dass man das dann auf niedrig hat, weil ja, wenn man das Ding auf Diktat stellt, ist die Empfindlichkeit ja auch auf niedrig. Also insofern hat das ja auch alles seinen Sinn. Ne? Ich war halt immer von den Gedanken besessen, so ein bisschen, ja, Hauptsache, die Folge kommt laut rüber und ja, was aber natürlich Quatsch ist. Ne, weil, was nützt eine laute Folge, wenn die dann runtergepumpt wird? Ne? Und so schön der Olympus DM720 oder auch so auch die anderen Geräte aufnehmen, aber klar, wenn man natürlich zu hoch aufnimmt, dann ist das natürlich alles nicht mehr schön. Ne? Und klar, ein Pumpen ist immer noch besser als ein Übersteuern. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also natürlich bin ich auch froh, dass es sowas gibt wie die automatische Aussteuerung. Aber ja. Wir können ja einfach mal eine Diskussion draus machen. Wir können ja auch im Podcast von Sven Heidenreich, also in der Gruppe auch mal drüber diskutieren, wie seht ihr das mit Aufnahmen, die etwas leiser sind? Seid ihr jetzt Leute, die unbedingt wollen, dass das klar, dass das laut ist oder seid ihr lieber für eine etwas leisere, aber dafür, sage ich jetzt mal, schönere Aufnahme. Ne? Also das ist ja auch alles immer eine Geschmackssache. Aber es ist ein Thema, über das wir grundsätzlich diskutieren können. Ne? Weil nichts umsonst sagt man ja, es gibt so viele Anwendungsbereiche, ne, für Aufnahmen. Und aber auch jetzt, ich meine, wir haben auf niedrig und ihr hört ja trotzdem die Kaffeemaschine, ihr hört das ja alles trotzdem. Ne? Und ja. Und es ist vieles ja auch eine Gewohnheitssache. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich 10 oder 12 Folgen in niedrig aufnehmen würde, ja, dann würde man es gar nicht mehr so merken, weil natürlich man sich dran gewöhnt hat auch. Ne? Das ist. Aber naja, wie gesagt, darüber kann man ja diskutieren. Ich finde so eine Gebiete immer spannend und
da es ja auch mein Hobby ist und ich auch lernen möchte. Ne? Also und natürlich alles auf manuell aufnehmen, das Ding hochziehen, ist natürlich sehr einfach, ne? Aber ja, ist halt auch nicht unbedingt immer die beste Variante. Ne? Das muss man halt auch mal sehen. Ja, und Markus, wie du das sagst, mit denen auf manuell und dann bis zum ersten Klick, also bis zum ersten Pausenklick, also bis zum ersten Raster sozusagen und dann zwei runter oder sowas, finde ich alles, also sind alles gute Vorschläge. Nur um das machen zu können, muss man natürlich wieder mit dem Kopfhörer reinhören. Und ja, das ist natürlich, wenn du schnell eine Aufnahme machen willst, ja, manchmal hast du die Zeit einfach nicht, schnell mal reinzuhören. Ach, ist die Aufnahme jetzt okay? Ach, gehe ich jetzt drei runter? Ne? Also man will ja auch mal das Gerät einfach anmachen und loslegen, sage ich jetzt mal. Und gerade morgens, da hätte ich nicht große Lust, mich noch hinzusetzen und jetzt auszupegeln. Ne? Also das wäre einfach klar, es gibt Leute, die machen sowas. Ja, das, aber ja, aber wie gesagt, wir können ja einfach mal so eine kleine Diskussion darüber starten. Ich meine, wenn man zum Beispiel mit der Apple Watch aufnimmt, die ist ja auch sehr leise, aber wenn man halt dicht am Mikro geht, dann ist es ja okay letztendlich. Ne? Und es ist gerade für Sprache absolut cool. Ja, muss ich echt sagen. So, jetzt habe ich mir nochmal mein Wasser gemacht hier. So. Denn bevor ich Kaffee trinke, trinke ich Wasser. Also das zur Entwicklung des Podcasts. Ne? Also das ist jetzt auch kein Kritikpunkt oder versteht mich nicht falsch, sondern es ist einfach nur, ja, das ist mir halt selber an meinem Podcast aufgefallen und ja, und deshalb will ich das so ein bisschen umgehen und ja, einfach mal testen, welche Aufnahme ist wirklich am besten, wenn man das Ding am Pullover hat. Und halt fast direkt in das Gerät spricht. Ne? Also das ist wirklich. Wie gesagt, es gibt ja immer Situationen, wo man mal so aufnehmen kann. Ne? Gibt ja auch Leute, die schwören auf den Low-Cut-Filter. Ne? Das gibt es auch. Ne? Dass es Leute gibt, die einfach den überall reinmachen, egal wo sie sind. Also es gibt so viele Aufnahmemöglichkeiten. Ja, so ist das, Leute. Auf jeden Fall seit Donnerstag. Und ja, mal gucken, wie der Tag heute wird. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Na, schauen wir mal. Einfach. Ja, Mieze und Mia essen jetzt gerade Nassfutter. Blackie hat jetzt gerade mal Trockenfutter gekriegt. Aber der scheint sich auch gerade mal zu entspannen, war Blackie?
Ja, heute habe ich eigentlich ganz gut geschlafen. Das ging eigentlich. Also, was heißt gut? Klar. Man wird ja ab und zu mal wach, aber ja, an sich war es ganz okay. Ja, morgen ist schon Freitag und dann haben wir ein langes Wochenende, ne? Samstag, Sonntag, Montag kann man auch schön podcasten, wie gesagt. Also, ja, mal gucken, was mir da so einfällt. Heute gibt es unseren Backfisch mit Reis, glaube ich. Naja, nicht so lecker, aber gut. Gestern gab es ja dafür die leckeren Eierkuchen und die waren wirklich spitze. Muss man echt mal sagen. Also die haben mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Mit Apfelmus dazu. Und als Nachtisch gab es rote Grütze mit Vanillensoße. Also richtig lecker. Vanillesoße. Richtig gut. Jo. Naja, da muss auch mal heute wieder etwas geben, was nicht so lecker ist, aber egal. Naja. Wie spät haben wir es eigentlich? Ja, 4:02 Uhr ist noch gar nicht so spät. Seht ihr, Leute? Ja, jetzt hört ihr einfach mal auf den Hintergrund. Ne? Also wie kommt das jetzt alles, wenn man auf niedrig eingestellt hat? Also vor allen Dingen auch, wenn mal nichts läuft. Auf jeden Fall werdet ihr sicherlich feststellen, dass das Eigenrauschen des Gerätes weitaus weniger ist. Und das ist ja auch was. Ne? Also insofern, jede Aufnahme hat letztendlich seine Vor- und Nachteile. Naja, aber so kann man natürlich auch beide Geräte gut nutzen. Wenn ich jetzt mal manuell aufnehmen will und will etwas extrem laut aufnehmen und so, dann kann ich ja den Olympus DM720 nehmen. Und wenn ich sage, okay, ich nehme niedrig auf oder mittel auf, dann nehme ich halt den 770. Ne? So kann man halt ein bisschen variieren und ist ja auch ganz cool. Ja, und dann haben wir halt noch die Apple Watch und das iPhone, den iPhone, ja, und das iPhone, ne? Also damit kann man ja letztendlich auch noch aufnehmen. Also insofern gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, und für jeden Bereich etwas dabei sozusagen. Und ja, deshalb finde ich es ja schade. Also mich hätte der LSP5 wirklich sehr gereizt, einfach weil ich auch ja, gerne hätte gesehen, wie Olympus die ganze Sache verbessert hat. Ne? Und deswegen finde ich es halt schade, dass er nicht spricht. Und ja, wäre eine schöne Weiterentwicklung auch mit den Zoom-Einstellungen, ob das jetzt wirklich besser geworden ist. Ne? Also. Ich meine, ich mag ja Stereobreite auch sehr gerne. Ne? Und eigentlich finde ich das ja auch richtig geil, wenn eine Atmosphäre richtig schön rechts, links verteilt ist und man wirklich das Gefühl hat, man ist mittendrin. Aber ja, wenn es auf Kosten der Aufnahme ist, ne, dann ist es natürlich immer schwierig. Oder wenn er dann runterpumpt oder wenn ich die Aufnahme nachher zu sehr selbst noch bearbeiten muss, damit sie gut klingt. Also das sind immer so Sachen. Ja, wo ich mir dann schon überlege, ja, hat das jetzt Sinn, ne? Und gerade jetzt
bei diesen Monologen, sage ich jetzt mal, ich sage ja, wenn zwei Leute sich unterhalten, da sieht es schon wieder anders aus. Also wenn das Gerät auf dem Tisch ist, ja, der eine sitzt auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite, da ist es wieder interessant, ne? Da kann man ja wieder sagen, okay, wenn da jetzt die beiden Gesprächspartner schön rechts und links so ein bisschen sind und dann hat man ja auch so ein Stereo-Gefühl, das ist schon geil, ne? Aber ich glaube, bei sowas hier kann man ruhig die normale Einstellung nehmen. Und ich denke mal niedrig, ja, wie gesagt. Ja, aber ihr merkt, es gibt halt auch nicht die Aufnahmesituation schlechthin. Ne? Also man ist immer wieder am Rumrätseln und Rumdoktern. Und das muss ich sagen, da muss ich wieder mal sagen, das gab es früher eigentlich nicht. Ja? Früher hast du einen Rekorder gehabt, den hast du auf den Tisch gestellt und den hast du einfach aufgenommen. Da konntest du nichts machen. Ja? Du konntest nicht aussteuern oder, also die wenigsten Rekorder konnten das, ja, hat ja auch Stefan Merk auch mal in seinem Podcast gesagt. Und so ist es ja auch gewesen, na, wenn du so einen einfachen Kassettenrekorder hattest, ne? Dann hast du einfach aufgenommen und dann hast du das gehabt und der hat dann irgendwie selbst ausgesteuert und das war's dann, ne? Gut, aber nun waren auch die Aussteuerungen anders früher. Also ich fand früher, also ist mir so ein Pumpen, so wie beim Olympus, nie aufgefallen bei Rekordern so. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass jetzt so ein Rekorder so bei einem Wort oder so mal zurückgepumpt hat, das ist mir eigentlich nie so aufgefallen. Also das ist schon bei dem Olympus manchmal recht derbe. Also wenn ich mir überlege, wenn du sagst irgendein Wort, sagen wir mal, sagst irgendwie, sagen wir mal, ein Wort oder eine Nummer oder so, die wichtig ist in dem Moment. Ja, also willst du jetzt irgendwas sagen, was die anderen auch hören sollen. Und genau bei diesem Wort pumpt er zurück. Und das ist natürlich nervend, ne? Und ja, das ist mir früher bei Rekordern nie aufgefallen eigentlich. Also bei denen, die ich hatte. Wie gesagt, ich habe mit einem, den wir auch in unserer Schule mal hatten, diesen flachen, diesen Tischrekorder, mit dem habe ich mal, den habe ich ja auch mal gehabt, selber, mit dem habe ich meine Bandprobe aufgenommen, von Dicky damals, von der Gruppe Fein Nein. Und das war so geil. Also das war natürlich nicht Hi-Fi-mäßig, aber du hast alles gehört. Ja, das hat, du hast den Raum, es war ja Mono, logisch, ne? Das Gerät hat den Mono aufgenommen. Du hast außerdem noch ja, den Rekorder natürlich gehört, wie er gearbeitet hat, das ist klar, das hast du ja früher auch, ne, war ja ein eingebautes Mikrofon. Aber trotzdem, du hast keine Schwankung gehabt, nichts. Ja, und das war schon cool irgendwie. Also konntest das Gerät irgendwo hinstellen und warst dir sicher, dass das drauf ist. Und das ist das, was mir an den digitalen Geräten so ein bisschen fehlt. Also dieses. Also die automatische Aussteuerung, die müsste so fein sein, dass man dieses Pumpen oder dieses Runtergehen gar nicht merkt. Also der müsste so fein pumpen, dass das gar nicht richtig hörbar ist. Und das kriegen die irgendwie noch nicht hin. Also ja, das ist halt wirklich. Oder zumindest kommt mir das so vor, sage ich jetzt mal. Ne? Also, aber das ist ja auch ein Thema für sich, Aufnahme und Technik und was steckt dahinter. Ne? Das ist ja auch wieder so ein.
Gut, es gibt ja in Innengeräten selber ja noch so eine Stimmenangleichung, ne? Das gibt es ja auch. Das ist also nochmal so ein Limiter zum Hören. Also, dass man, ne, haben ja die Olympus-Geräte auch. Das heißt, wenn man sowas über das Olympus hört und etwas ist leise, dann wird es halt auch lauter dadurch, ne? Aber ja. Alles nicht so einfach mit den Aufnahmen. Aber gut, ich meine, wir sind ja hier auch, ich bin ja hier auch kein Podcast-Studio oder, ne, also und bin ja hier unter Bedingungen, sage ich jetzt mal, wo ein professioneller Podcaster natürlich nie aufnehmen würde. Ich meine, ich habe eine Wohnung, die hallt, ne, ich habe Außengeräusche oft, ne, und das ist natürlich nicht die ideale Bedingung, einen Podcast zu produzieren, ne? Also das ist einfach so, ne? Also, aber so ist es halt, ne? Klar, man bräuchte einen ruhigen Raum, die richtigen Mikrofone. Wenn man dann wirklich seine Stimme richtig klar rüberbringen will. Muss man halt so viel beachten. Und ich habe halt nur die Olympus-Geräte. Und ja, das sind ja auch nur mal Raummikrofone. Das muss man ja auch bedenken. Also egal was ist, die Olympus-Geräte selbst, egal welches Profil man letztendlich einstellt, aber die Dinger nehmen natürlich letztendlich doch den Raum mit. Ne? Das ist klar. Und diese extrem trockene Podcast-Atmosphäre, ich weiß nicht, also ich glaube, die kriegt man mit so einem Olympus gar nicht wirklich hin. Es sei denn, man schließt da wirklich ein externes Mikrofon an. Ne? Aber gut, aber das wollen wir ja auch nicht. Ein bisschen Atmosphäre soll ja drin sein. Das ist ja auch das Markenzeichen von Podcast von Sven Heidenreich, ne? Dass man halt hört, wie ich mir einen Kaffee mache, wie die Katzen hier rumlaufen. Ne? Das ist ja auch alles okay. Aber ja, wie gesagt, aufnahmetechnisch möchte ich schon ein bisschen weiterkommen, also das Weiterkommen im Sinne von vielleicht ein bisschen feiner arbeiten, vielleicht ein bisschen, ja, zu wissen, wann nimmt man hoch, wann nimmt man Mittel. Also das fällt mir persönlich noch ein bisschen schwer. Also ich versuche mich immer, ich bin immer so ein Typ, ich gewöhne mich an eine Einstellung und ich nehme die dann dauernd. Und ja, irgendwann kommt dann so eine Situation, wo man so denkt, ach scheiße, aber dafür ist die Einstellung jetzt doch nicht so gut. Ja, vielleicht muss ich einfach auch mehr lernen, zu wissen, wann man was einsetzt. Und da bin ich manchmal ein bisschen überfordert so. Also denke ich manchmal nicht so richtig drüber nach. Ja, und ja. Gut, es sei denn, man müsste jetzt wirklich mit richtig guten Kopfhörern immer reinhören und wie klingt das jetzt und so, das geht natürlich auch. Also bei Minidisc zum Beispiel habe ich das ja nur so gemacht. Da hatte ich nur Kopfhörer im Ohr und habe immer reingehört und habe ausgesteuert, auch gerade als ich manuell aufgenommen habe. Und dann habe ich jeden Pieps ausgesteuert während der Aufnahme. Ne? Also ich habe ja. Und das ist natürlich, ja. Aber das ist halt eine Menge Arbeit und das kann aber auch nervend sein, weil zum Beispiel ich habe ja den Kindergarten damals aufgenommen, das durfte ich auch, mein Praktikum im Kindergarten. Und da habe ich das auch so gemacht, ne? Immer wenn es ein bisschen lauter wurde, habe ich runtergedrosselt und wenn eine leisere Aufnahme war, habe ich hoch und so. Das Problem daran ist aber, dass du dann natürlich auch Schwankungen hast. Das heißt, wenn du die Aufnahme durchhörst, das heißt, man müsste die Aufnahme dann wahrscheinlich normalisieren, aber halt auch an den Stellen normalisieren. Dann müsste man sich halt wieder mit der Aufnahme beschäftigen und man müsste dann sagen, okay, an den Stellen, wo es jetzt leiser ist, muss es lauter gezogen werden. Und ja, aber das ist alles so eine Wissenschaft, wo ich so denke, boah, nee. Mein Ziel ist es einfach, ich möchte gleichbleibende Aufnahmen schaffen, die einerseits eine Atmosphäre abbilden, andererseits aber auch eine Lautstärke haben, die okay sind. Dass das Stereobild einigermaßen stimmt. Ich sage nur einigermaßen, weil ich brauche es auch nicht übertrieben jetzt. Ne? Aber es muss sich für den Zuhörer so anhören, ja, angenehm anhören einfach. Also keine super Hi-Fi-Aufnahme, sondern dass der Zuhörer sagt, ja, das klingt doch eigentlich ganz nett so.
Ja, das ist so mein Ziel eigentlich. Und ja, diese Einstellung habe ich irgendwie noch nicht wirklich gefunden, habe ich das Gefühl. Ja, dann kommt es auch darauf an, wie positioniert man das Mikrofon, ne? Also jetzt habe ich halt das Gerät am Pullover, logisch, ne? Normalerweise ist ja so ein Olympus dafür gemacht. Also es sind ja nochmal Raummikrofone, also eigentlich ist es ja so, man nimmt meistens in Mittel und weit auf, ne? Weit 1, das ist ja so der Standard, ne? Und Mittel, das heißt, das Gerät steht halt auf dem Tisch und zwei, drei Leute sitzen drumherum. So, das ist so die Gesprächsrunde. Das klappt eigentlich auch immer. Aber klar, wenn ich das Gerät natürlich hier so am Pullover habe und fast direkt reinspreche, da muss man natürlich eine Lösung finden. Ne? Und wie macht man das jetzt wirklich, dass es schön klingt? Ja, das ist so noch so ein bisschen mein Problem. Ja. Ich habe auch schon überlegt, ob man sich für Podcasts nicht, es gibt ja auch günstigere Diktiergeräte, und ob man jetzt nicht sagt, man nimmt sich für Podcasts eins, was in Mono aufnimmt zum Beispiel, auch einigermaßen sauber klingt, aber halt kein Stereo hat, ein sauberes Monomikrofon, wo man halt reinspricht und, ne, also das habe ich mir auch schon überlegt, aber da weiß ich halt auch nicht, was da jetzt einigermaßen klingt. Weil die Qualität sollte ja noch einigermaßen gut sein, sage ich jetzt mal. Aber halt so wirklich für Podcasts. Also dieses, weil für Podcasts kann man natürlich auch Mono nehmen. Ne? Das ist, ja, man muss ja nicht alles in Stereo machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch, was ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen in Zwiespalt bin. Und ja. Ich habe auch schon überlegt, mit dem LSP4 mal wieder aufzunehmen. Weil der kann ja gute Monoaufnahmen machen. Ja. Der hat halt wieder den Vorteil, dass er diese Mono-Wave-Aufnahme hat. Der Vorteil an der Mono-Wave-Aufnahme ist, dass die halt sehr gut ist und ich kann sie dann in 320 machen. Hier beim 770 habe ich das Problem, der hat halt nur die 64 Kilobit Aufnahme und das ist natürlich, also gut, das kann man auch mal nehmen, aber das ist natürlich auf Dauer, da kann man vielleicht mal eine Folge machen oder zwei, aber jetzt den ganzen Podcast weiter mit 64 Kilobit aufzunehmen, also das, ich glaube, das tue ich euch nicht an, also das wäre schon krass irgendwo, ne? Also aber gut, der LSP4 hat ja diese Mono-Wave-Aufnahme. Da werde ich auch nochmal irgendwann gucken, dass ich euch eine Aufnahme biete mit Wave Mono und niedrig halt. Also so, als wenn man halt was, ja, als wenn man wirklich so das Ding vom Mund hat und quatscht, so wie jetzt. Ne? Und ja. Wie gesagt, können wir alles nochmal ausprobieren. Vielleicht könnt ihr das ja auch ausprobieren, die ihren LSP4 habt. Vielleicht kommt ja auch ein anderer auf den Trichter. Ach nee, ich probiere das jetzt auch mal aus und schickt mir einen Audiobeitrag. Muss ja auch nicht immer ich sein. Ne? Aber wie gesagt, ich will auch so ein bisschen von diesem weit wegkommen. Also, weil, wie gesagt, ich finde halt auch, dass das Eigenrauschen zu hoch wird dadurch. Und ja, das mag jetzt in euren Situationen anders sein, weil ihr natürlich mehr Atmosphäre habt. Also jetzt du, Markus, zum Beispiel, klar, du hast Leute noch, die irgendwas im Hintergrund machen oder aber gerade bei mir ist ja wirklich, ihr hört es ja gerade jetzt auch, ja, ist Ruhe. So, jetzt stellt euch mal vor, ich habe irgendwie weit zwei drin oder so. Ich meine, das habt ihr auch schon gehört, ja. Und das ist dann wieder, ne, dann hört man sofort, dass das Ding rauscht, ne, das ist klar. Oh, naja, gut. Den Rest kann Mieze noch fressen. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen am Rumexperimentieren. Lasst uns doch einfach ein bisschen über Aufnahme, Möglichkeiten oder Aufnahmeprofile ein bisschen diskutieren. Ich finde das Thema einfach spannend.
Ja, für die Leute, die jetzt da ein bisschen überfordert sind mit, ist gut zu verstehen, aber es geht halt auch nicht hier um, um extrem hier ein Technikwissen weiter zu verbreiten, sondern es geht einfach darum, wie kann man sich selbst oder wie kann man selbst einfach mit der eigenen Aufnahme wirklich zufrieden sein? Ja? Das ist so die Grundfrage. Und vielleicht kann man ja wirklich mal so einen Leitfaden entwickeln, also so ein, für uns jetzt, also sagen wir mal, für die Leute, die es interessiert. Wann ist welches Szenario gut? Ja, also dass man wirklich vielleicht mal sowas aufstellt. Ne? So ein bisschen so als Orientierung. Ne? Also das wäre ja auch mal eine Idee. Dass man einfach, ja, dass man vielleicht mal wirklich so einen Leitfaden hat, meinetwegen als Textdatei oder als, wer halt jetzt gut schreiben kann, sage ich jetzt mal, dass man halt wirklich mal sagt, okay, man setzt sich mal hin und guckt, wann nutzt man selber welche Aufnahme in welcher Situation. Das könnte man in der Gruppe so besprechen, meinetwegen über WhatsApp, dass jeder halt seinen Tipp irgendwie abgibt oder halt, man muss es ja nicht schriftlich machen, man könnte ja sowas auch als Audiobeitrag machen. Ja, so ein Leitfaden, so dass man sich halt auch orientieren kann so ein bisschen, ne? Also wann nutzt man welche Aufnahme, wann besser nicht, ne? Und ich finde es einfach ein sehr spannendes Thema und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, ja. Also wie ich euch schon gesagt habe, es gibt Leute, die schwören auf den Low-Cut-Filter, andere finden den total doof. Es gibt Leute, die schwören auf das Center-Mikrofon. Andere Leute sagen, oh nee, wenn ich Sprache aufnehme, brauche ich doch kein Center-Mikrofon. Und genau diese Sachen sollte man echt mal diskutieren. Und vielleicht kriegt man auch selber ein anderes Aufnahmebild. Vielleicht kriegt man auch selber eine andere Meinung dann und denkt, ach, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, was der jetzt gesagt hat oder so. Ne? Weil manchmal ist man ja auch nur, ist es ja auch nur eine Hörgewohnheit von einem selber, ne, die einen letztendlich so unzufrieden sein lässt. Ne? Also, dass man dann wirklich so denkt, oh, was mache ich hier eigentlich? Und ein anderer sagt vielleicht, ne, wieso, ist doch geil, die Einstellung. Und ja, wie es aber manchmal so im Leben ist, ne? Man braucht auch den Anstoß manchmal. Und ja, deswegen finde ich, ist ein interessantes Thema. Sollten wir vielleicht auch wirklich mal diskutieren darüber. Ja. Also auch allgemein, es gibt ja auch Leute, die hören das gar nicht und sagen, ach, mir ist es doch wurscht, Hauptsache ich höre die Stimme oder sowas. Ne? Also, dass man auch mal so eine Meinung hat. Vielleicht ist man auch selber in seinen Aufnahmekosmos so gefangen, dass man irgendwie alles nur noch besser machen will und letztendlich sagt ein anderer, weißt du, ich habe so ein olles 20-Euro-Gerät, damit nehme ich meine ganzen Sachen auf und höre und finde es auch geil. Also, ne, dass man einfach mal so ein bisschen runterkommt, ne? Und ich glaube einfach, dass ich durch meine ganzen Olympus-Geräte ist man natürlich auch verwöhnt. Ja, man will immer mehr, man will immer, oh, das klingt noch besser und noch mehr Stereobreite und noch klarer. Und also ich kann es mir auch vorstellen bei Leuten, die dann in Audacity rum experimentieren und oh, das kriege ich jetzt noch genauer hin. Ja, also und ein anderer sagt halt wirklich, ja du, ich habe hier so ein olles Handy, das habe ich schon seit 5 Jahren. Da habe ich so ein Diktiergerät drin, da nehme ich meine Sachen mit auf und fertig, ja. Ich meine, und das ist ja gerade das Interessante, ja, dass man auch selber wieder davon wegkommt und ein bisschen zu einfacheren Methoden greift und sagt, ja, es geht ja auch eigentlich. Und klar, ich könnte halt auch das iPhone nehmen, ne, und sagen, okay, lässt das iPhone laufen. Würde ich vielleicht sogar, oh, Entschuldigung, Dicke. Würde ich vielleicht sogar machen, Mieze? Komm, Miezi. Komm auf dein Stühlchen. Genau, das ist fein. Vielleicht würde ich das sogar machen. Ich werde auch demnächst mal. Das wäre übrigens ein schönes Weihnachtsgeschenk. Dass ich mir eine iPhone-Tasche hole. Eine iPhone-Tasche für mein Handy. Also für mein iPhone, ist logisch, ne?
die ich am Pullover ranmachen kann, also so wie das der Olympus, das praktisch das Mikro nach oben zeigt zu mir. Das müsste so eine Art, oder vielleicht gibt es ja auch so einen Clip, den man so ranmachen kann ans iPhone. Ich weiß es ja nicht. Oder an die Tasche so. Vielleicht muss ich ja auch keine neue Tasche kaufen. Aber sowas wäre geil, weil dann könnte ich mit dem iPhone zum Beispiel aufnehmen, in Mono schön die Sprach-Memo-App anmachen, das iPhone so am Mund, so wie jetzt der Olympus. Ja? Und das wäre natürlich auch mal eine Idee. Wie klingt das? Ja. Ja. Also. Weil dann hätte ich es auch gleich auf dem Handy und ich hätte eine saubere Monoaufnahme letztendlich. Ja. Also das wäre auch mal eine Überlegung, ne? Dass ich vielleicht auch sage, okay, eine Tasche, entweder eine Tasche mit Clip oder vielleicht gibt es ja auch so einen Clip extra, den man so, weiß ich nicht, magnetisch ranmachen kann oder wäre natürlich auch noch eine Idee. Ja? Also da bin ich auch am Überlegen, weil, wie gesagt, Olympus, alles schön und gut, aber es gibt auch oft Situationen, muss ich euch sagen, da nimmt mir der Olympus einfach zu viel, zu fein auf. Also, was ich damit meine ist, ja, so überzüchtet. Ne? Also, gerade wenn ich jetzt wirklich eine Stimme aufnehmen will da, ne, und wirklich euch mal was erklären will. Und klar, ich brauche halt nur meinen Kopf zu bewegen und schon habt ihr so einen Rechts-Links-Drall. Und ja, und da ist halt auch immer die Frage, will man das? Und wie gesagt, ich will mich jetzt halt mehr so mit Aufnahmeprofilen beschäftigen und wann nimmt man was? Und das, ist einfach ein schönes Thema, denke ich. Und ja. Vielleicht können wir da ja einfach gemeinsam irgendwelche Lösungen aufstellen. Also, dass wir einfach mal sagen, okay, was benutzt der und der? Vielleicht macht einer von euch auch einfach mal so einen Audiobeitrag, wo er sagt, also in der Situation würde ich das machen, in der Situation würde ich das machen. Ne? Dass man halt auch mal so verschiedene oder dass gerade als Frau man zum Beispiel sagt, also wenn jetzt eine Frau da reinspricht, dann nimmt die halt das Profil, weil es halt da die Frauenstimme am besten betont, ja? Weil ist klar, was bringt eine Frauenstimme, ein Profil mit viel Bass, ja? Also, ne? Oder wenn man jetzt als Mann so eine etwas höhere Stimme hat, dann ist es natürlich auch anders wieder, ne? Wie nimmt man die jetzt auf? Ne? Wenn ich jetzt also, oder jemand, der eine extreme Bassstimme hat, ja, was nimmt der für ein Profil, ne? Also es hat ja auch immer viel mit wie spricht man selber? Ja? Gibt es auch Leute, die eine extrem leise Stimme haben? Ja. Ja, und das wäre mal einfach interessant, sich über verschiedene Profile zu unterhalten. Wann nimmt man was? Und vielleicht kann man da ja wirklich mal so eine Art Audioleitfaden machen, so ein bisschen so, ja, wann ist welche Situation gut, wann nicht, ne? Und das kann ja auch witzig sein. Man könnte ja zum Beispiel auch mal so einen Audiobeitrag machen von wegen Situationen, die überhaupt nicht gehen. Und dann würde man halt nur dauernd irgendwelche Profile und irgendwelche Situationen aufnehmen, wo man sagt, das geht gar nicht, ne? Zum Beispiel. Also, das ist so meine Idee, die dahinter steckt, so ein bisschen, dass man zusammen das diskutiert, dass man zusammen guckt, ja, wie nimmt wer auf und ja. Vielleicht einigen wir uns irgendwann alle auf ein Profil, wo wir sagen, ey, das ist doch ganz geil, warum haben wir das nicht schon vorher benutzt? Zum Beispiel, ne? Oder vielleicht finden wir in der Podcast von Sven Heidenreich Gruppe irgendwann irgendein Profil, wo wir alle plötzlich sagen, ey, wie geil ist das denn? Das nehme ich jetzt auch. Zum Beispiel. Das wäre ja auch mal geil, so eine Erkenntnis, ne? So einer sagt zum Beispiel jetzt, ja, ich nehme so auf und die anderen sagen plötzlich, ey, eigentlich hast du ja recht. Ne? Also, kann spannend sein. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt so das, was ich vorhabe. Ja, ihr könnt ja gerne da einsteigen und einfach mal euer Statement dazu abgeben. Ja, was ist eure Lieblingseinstellung? Und wie gesagt, lasst uns drüber diskutieren einfach. Also im Guten, ne? Also
Vielleicht, wie gesagt, hat jeder die, vielleicht hat ja wirklich einer die Einstellung, wo wir alle, wirklich alle sagen, boah, geil, das geht ja auch. Ja? Manchmal sind es Kleinigkeiten, ja. Und ja, in diesem Sinne, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 527 inzwischen schon. Und ja, es folgt Podcast von Sven Heidenreich, Folge 528. Wie gesagt, mal gucken, ob ich jetzt öfter in niedrig aufnehme, aber ich denke mal, für mein Gequatsche reicht niedrig. Ja, dann hört man sich. Ciao, ciao.